Meine Damen und Herren, ich setze meine Vorlesung fort. Wir hatten uns zuletzt noch darüber verständigt, dass die Geschichte der Philosophie ja selber ein philosophisches Problem ist. Und wer sich mit der Geschichte der Philosophie im Ernst abgibt, kommt an Hegel nicht vorbei. Denn er ist einer der ganz wenigen großen Autoren gewesen, die den Stoff so weiter in die Philosophiegeschichte gehört, klassifiziert, geordnet haben, vor allem auch gefragt haben, was kann denn vernünftigerweise die Aufgabe einer Geschichte der Philosophie sein? Und von daher wollten wir nochmal auf Hegels Gedanken zurückkommen. Eine Schwierigkeit werden wir immer bei ihm haben, dass er natürlich dazu tendiert, auch wenn er nicht idealistische Philosophen behandelt, die doch dann so ein bisschen unterzubringen in seiner eigenen kategorialen Welt, oft ein wenig gewaltsam. Andererseits aber kommt überhaupt erst Licht in die Dinge hinein bei Autoren, die sich als Nicht-Idealisten verstehen, durch die zum Teil kritischen, zum Teil affirmativen Anmerkungen, die Hegel macht. Die Grundvoraussetzung einer Geschichte der Philosophie, das darf ich noch einmal wiederholen, ist für Hegel die Erkennbarkeit des Dinges an sich. Das große Resultat der Kritik der reinen Vernunft war es ja, dass Kant sagte, zwar ist das Ding an sich, was dann heftig umstritten wurde, die unbekannte Ursache der erscheinenden Welt. Andererseits aber bestand er darauf, dass auch das fortschreitend ausgedehnte Wissen über die erscheinende Welt uns nicht über etwas, was in ihr erscheint, nämlich ein Wesen, unterrichten kann. Und das Credo Hegels heißt hier von Anbeginn, dass der Mut des Erkennens kann gegenüber dem Universum nicht kapitulieren. Ganz im Gegenteil, das Universum, wie er so schön sagt, muss seinen Reichtum und seine Tiefen ihm, dem Philosophen, vor Augen legen und zum Genusse geben. Also die erste Voraussetzung, die Philosophie ist wirklich Erkenntnis. Nun aber die Geschichte der Philosophie. Die Philosophie hat es mit dem Absoluten und Ewigen zu tun. Die einzelnen Positionen, die aber im Laufe der Zeit in der Philosophiegeschichte auftauchen, tragen ganz unleugbar den Stempel jener Zeit, in der sie entstanden sind. Also was hier Hegel besonders bewegt, dass die relativen Wahrheiten auf den einzelnen Stufen des Gedankens doch zurückverweisen auf eine ewige Wahrheit, die sich in ihnen manifestiert und darstellt. Und dadurch kommen wir doch zu ein paar interessanten Überlegungen. Das Vergangene an den bisherigen Philosophien ist nur eine ihrer Seiten. Andererseits ist ein Unvergängliches am Werk in der Gesamtentwicklung der Philosophie, sodass also Hegel sagen kann, das Absolute als die Einheit des Ewigen und des Vergänglichen kommen hier zu ihrem Recht. Jetzt aber nun mehr die praktische Seite der Sache. Ich habe jahrelang Hegel studiert als Student und dann auch später noch als Lehrender. Und ich muss gestehen, ich bin in diesem Semester noch ein Stückchen vorangekommen in meinem Interesse an Hegel.
nämlich die Bände 17, 18 und 19 der Glocknerschen Ausgabe enthalten seine Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie in der Berliner Zeit gehalten. Und das gibt doch manchen zusätzlichen Wink, den man vielleicht doch nicht vermissen möchte. Jetzt einmal etwas, zwei große Ideenblöcke, so ungefähr drückt Hegel sich aus, haben wir vor uns, die griechische Philosophie und die germanische. Letzterer Ausdruck gehört natürlich zum Vokabular der Romantik. Der Stoff der Geschichte, wie jeder historische Stoff, bedarf auch er einer gewissen Einteilung. Also das ist ja nicht ein einfacher, eine lockere Ansammlung von Fakten, sondern da muss ja auch so etwas vorhanden sein, wie die Möglichkeit, den Stoff zu periodisieren. Und das sind dann chronologische oder ursächliche Kontexte, Wechselwirkungen auch. Hegel unterscheidet drei Perioden der Geschichte der Philosophie, deren erste, wie er sich ausdrückt, durch den Gedanken überhaupt bestimmt ist, deren zweite in das Wesen und die formelle Reflexion zerfällt, während die dritte Periode eine ist, ihr liegt der Begriff zugrunde. Nicht sehr informativ, so wie ich Ihnen das jetzt vorgetragen habe, aber er geht ja dann doch ins Detail. Die erste Periode umfasst die griechische Philosophie und die mittlere Zeit beschränkt sich darauf, den Gedanken als bloße Form einer vorausgesetzten Wahrheit darzustellen. Er denkt hier daran, dass in der mittelalterlichen Philosophie diese im Wesentlichen unterstützende, apologetische und so weiter Funktionen der schon immer etablierten christlichen Wahrheit verstanden worden ist. Also der Gedanke der neuen Zeit findet dann seinen freien Grund und die Quelle der Wahrheit in sich selber. Jetzt ins Historische einen Blick werfend kommen wir in die erste Periode. Sie reicht nach Hegel, das hat sich wohl auch in unserer heutigen Historiografie nicht sehr geändert, von den Zeiten des Thales 600 vor Christus bis zur neuplatonischen Philosophie, Plotin im dritten Jahrhundert, fortgesetzt dann durch Proklus im fünften. Unter dem christlichen Einfluss herrscht der Neuplatonismus vor. Es handelt sich hier um einen Zeitraum von 1000 Jahren, dessen Ende zusammenfällt mit dem Beginn der Völkerwanderung 375 und damit auch mit dem Untergang des Imperium Romanum. Also das Ende Roms, dann die zweite Periode ist die des Mittelalters, vor allem durch die Rezeption und die Streitfragen bestimmt, welche die Rezeption des Aristoteles mit sich brachte. Er erwähnt jüdische und arabische Denker neben den christlichen Scholastikern. Wir werden das im Einzelnen etwas genauer uns noch ansehen müssen. Ein kirchlich geprägter Zeitraum von etwas über 1000 Jahren. Und hier ist die Philosophie, wie das Thomas genannt hat, eine Präambula Fidei, eine Art Vorhalle, so könnte man es übersetzen, des Glaubens. Es gibt also in der Scholastik bei den fortgeschrittenen Autoren im 12. und 13. Jahrhundert eine natürliche Gotteslehre. Die philosophische Gotteslehre ist natürlich auf das ihr Folgende, nämlich den Glauben, hingeordnet. Also das berühmte Wort, dass die Philosophie
die an Cilla, die Magd der Theologie, sei. Aber immerhin geht doch Thomas von Aquin so weit, dass er uns sagt, dass ein Gott sei als Welturheber, dass er mit natürlichen Denkmitteln auch ein Stück weit zu begreifen sei. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache bei Thomas. Also innerhalb bestimmter, durch die natürlich, das natürliche Licht, unser natürliches Erkenntnisvermögen festgesetzten Grenzen, können wir über Gott sprechen. Wir denken ihn einheitlich. Sobald wir ihn trinitarisch denken, wie das kirchliche Dogma es lehrt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, überschreiten wir schon die Schwelle der Philosophie und sind in der Theologie. Also zunächst legt also Thomas großen Wert darauf, das Übernatürliche des Glaubens, man kann auch sagen, das irrationale Moment des Glaubens, theologisch präziser, das Geoffenbarte, die geoffenbarte Wahrheit als Glaubenswahrheit und die auf Denkoperationen des Subjekts, des endlichen Subjekts zurückgehende Denkweise auf der anderen Seite. Wir werden eine ganze Vorlesung, hoffe ich doch, der mittelalterlichen Position noch widmen können, weil da nämlich auch interessante Dinge zu beobachten sind. Eine dritte Periode, Hegel geht hier sehr großzügig mit der Chronologie um, das haben Sie schon gemerkt, also zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, 1618 bis 48, und da sind dann eben Francis Bacon, der Zeitgenosse Shakespeares zu nennen, der Mystiker Jakob Böhme und vor allem der Cartesius, dessen Cogito ergo sum eine qualitativ neue Epoche einleitet. Der Ausgang von der Selbstreflexion des erkennenden Ich erfolgt also philosophiehistorisch verhältnismäßig spät. Die objektive Blickrichtung auf die Physis, auf die Natur, ist lange Zeit, ob in der etwas rustikaleren, gröberen Form der Vorsokratiker oder selbst dann bei den Atomisten, die schon ganz durchtriebene Denker waren, selbst dort fällt uns die objektive Blickrichtung auf. Und erst sehr viel später, durch Descartes, kommt der wichtige Gedanke ins Spiel, dass das erkennende Subjekt sich darüber zu verständigen hat, welche Reichweite, welche Bestandteile, welche Zusammenhänge es selber aufbieten kann in der Bearbeitung von sinnlichen Daten, ehe wir dann eintreten in die Frage, ob bestimmte metaphysische Gegenstände überhaupt erkenntnisfähig sind. Im Rationalismus des 17. Jahrhunderts, das ist das Jahrhundert der großen Systeme, da ist also vor allem Leibniz zu nennen, der Universalgelehrte, und Spinoza ist da eine wichtige Figur, Descartes, den ich schon genannt habe, der also hier diesen Anfang von der Subjektivität nimmt. Überhaupt die Frage des Anfangs, fängt hier der Erkenntnisakt an oder fängt der zu erkennende Gegenstand an? Das sind dann Dinge, die noch Hegels Wissenschaft der Logik hat ein Kapitel, womit in der Wissenschaft der Anfang gemacht werden muss. Das klingt so ein bisschen dogmatisch oder vielleicht auch scholastisch im schlechten Sinne, aber das sind Fragen, die eine ganz große Rolle gespielt haben. Die absolute Priorität, sie liegt ja in der Theologie selbstverständlich in Gott. Das schlechthin der Welt und einem endlichen Geist
Vorgängige ist er ja nach theologischer Auffassung. Hegel stirbt 1831 und mit dem Zerfall seiner Schule in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt dann eine noch unabgeschlossene Periode, über die uns Hegel natürlich nichts mehr mitteilen kann. Er ist da also schon nicht mehr unter den Lebenden. Man könnte die Periode die des nachidealistischen Denkens nennen. Und da ist es dann die Frage nach dem Verhältnis von ideellem und reellem oder realem oder materiellem, die dann die Szene beherrscht. Schon bei Fichte die zwei grundsätzlich möglichen Arten von Philosophie. Ich kann also dogmatisch, Fichte spricht hier gleich vom Spinozismus, ausgehen von einer seienden Natur oder eben im Anschluss an Kant von der Selbstreflexion der Intelligenz. Und bis in die späteren Lehren hinein, bei Schopenhauer sogar, eine Skizze über die Geschichte des Verhältnisses von Idealem und Realem. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Und dann eben die berühmte Grundfrage der Philosophie, die dann in der marxistischen Literatur eine so bedeutende Rolle gespielt hat, im Anschluss an die berühmte Engelsche Schrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie von 1888. Das nachidealistische Denken, Feuerbach können wir hier anführen, Schopenhauer und Nietzsche und dann der mechanische Materialismus einer Gruppe von Ärzten, interessanterweise in Deutschland, nämlich Büchner, der Bruder des bekannten Dichters, Vogt, ein Physiologe, Moleschott, auch einer. Das sind dann die Figuren in der Nach-48er-Periode, also in der Periode nach dem Scheitern der Revolution. Biedermeiers Revolution ist ja missglückt, das muss man wohl sagen. Und es ist ganz interessant, wie dann auch die Philosophie so ein bisschen auf den Hund kommt und man unmittelbar und ohne große Vorbehalte aus den Daten der damaligen Naturforschung heraus einfach so an die letzten Fragen heranzutreten riskiert. Insofern sind diese Denker, zivilisatorisch ist ihre Bedeutung trotzdem in dem rückständigen Deutschland durchaus zu akzeptieren. Aber die Philosophie als solche gerät hier in ein gebrochenes Verhältnis zu den fortschreitenden Naturwissenschaften. Der Materialismus macht ja immer Anleihen bei der jeweils gegebenen Naturforschung und hat dadurch also immer auch keinen rein philosophischen Anspruch. Vielmehr will er der Philosophie überhaupt ein wenig auf die Beine helfen, so glaubt er, durch die Aufnahme naturwissenschaftlicher Methoden und Ergebnisse. Ganz interessant sind auch so praktische Winke, die Hegel gibt, die man bei ihm gar nicht erwartet. Er spricht nicht immer nur vom Absoluten, sondern wo jetzt hier diese Perioden der Philosophiegeschichte aufzählt, sagt er, die Studenten sollten am besten die Primärquellen studieren. Er empfiehlt bewusst auch auf Anekdotisches und Privates zu verzichten. Ganz interessant, Hegels Geschichte der Philosophie teilt uns sehr wenig mit über die leibhaftigen Menschen, die die Philosophie betrieben haben jeweils, sondern als absoluter Idealist sieht er da so eine Gedankenmassen, Komplexe, die sich da gleichsam anonym entfalten. Diese Geschäftsträger des Weltgeistes, die in der Universität als Professoren tätig sind, sind ihm von ihrer anekdotischen und privaten Seite her nicht so spannend. Das kann man ihm teilweise, wenn man der Gilde selber angehört, auch nachempfinden.
Also eine objektive Entwicklung und Darstellung, die nicht sozusagen sich auf Personen und berühmte Namen konzentriert, die treten bei Hegel zurück. Wie in der Geschichtsbetrachtung überhaupt, sagt Hegel, müssen wir auch uns in Bezug auf die Geschichte der Philosophie darüber im Klaren sein, dass wir es hier mit einer immanenten Vernunft zu tun haben. Er drückt sich hier etwas lax aus. Was er anderswo differenziert gesagt hat, wiederholt er dann oft in einer etwas populären Sprache in anderen Texten. Wir müssen an den Weltgeist müssen wir uns halten und insbesondere in der Geschichte der Philosophie. Das nun, wie betrachtet er sie des Näheren? Nicht? Dieser Gedanke eines inneren Zusammenhangs in der Abfolge der Systeme und der philosophischen Positionen, der ist ja rezipiert worden, auch dort, wo man seinem Idealismus nicht unbedingt folgte. Die Geschichte ist ein Kontinuum, kein beliebiges Sammelsurium von Anekdoten. Das bleibt dann selbst noch für Marx und Engels verbindlich, auch, dass die Philosophie stets verwoben ist in andere Kulturbereiche, vollends in die Bereiche der politischen Welt, aber auch verwoben in Leidenschaften und Konflikte der Realität. Allerdings unterbauen die Väter des dialektischen Materialismus den ehernen Gang des Weltgeistes durch eine Abfolge ökonomischer Gesellschaftsformationen. Das ist also der marxische Ausdruck. Wobei schon die terminologische Nähe zur Natur- und Erdgeschichte, sehr merkwürdig, die sozialen Entwicklungen werden mit meteorologischen, mit geologischen und ähnlichen Kategorien beschrieben. Das soll immer heißen, dass der Gang der Entwicklung nichts ist, was einfach durch Willkürakte des Individuums beeinflusst werden könnte. Also jüngst sind wieder in der Mega ein paar neue dicke Bände erschienen und da ist mir das auch aufgefallen, erdgeschichtliche Fragen, die Schichtungen, die archäologischen und solche Vorstellungen spielen dann für Marx Verständnis der sozialen und historischen Welt eine große Rolle. Auch bei Goethe ist ja die Tendenz immer wieder festzustellen, dass er die sogenannte sittliche Welt, die moralische Welt, wie man das im 18. Jahrhundert genannt hat, in die physische Welt im weiteren Sinne integrieren will. Also das ist einerseits bei Marx und Engels eine Anlehnung an Hegel, aber dann haben sie doch, das ist nun das Materialistische bei Ihnen. Sie sind nicht bereit, sich Hegels Überzeugung anzuschließen. Das ist ja eine berühmte Formulierung, dass der Geist sich selber trägt, dass er in und durch sich selber bestimmt ist. Das ist natürlich schon eine Glaubensfrage, nicht? Der sich selber tragende Geist, nicht? Das ist dann ein bisschen die Diskussionen des 18. Jahrhunderts, Diderot, Enzyklopädie, ist die Seele ein Ding oder die Eigenschaft eines Dinges? Ist sie ein Ding, dann sind wir im Dualismus wieder drin. Ist sie die Eigenschaft eines Dinges, dann wird der Begriff der Seele überhaupt erst wissenschaftsfähig. Kann dann physiologisch herantreten, dass es seelische Sachverhalte gibt, ist ja per se nicht zu bestreiten. Es wäre ja ganz töricht, das leugnen zu wollen. Aber die Frage ist eben, was ist der Ort dieses Seelischen in einer immer mehr durch Physiologie, durch die verschiedenen Disziplinen der Physik, Chemie und so fort bestimmten Denkart, wie ist das Seelische zu verorten?
Wenn nun der universalhistorische Anspruch Hegels angewiesen bleibt, er bedauert das, aber er kommt ja nicht umhin, auf das Urteil des Geschichtsschreibers. Auch Hegel kann das sicher nicht aus den Fingern saugen. Er muss auch auf historische Berichte, Darstellungen und so weiter Rücksicht nehmen und kommt dann in der Darstellung dann auch auf die chinesische, selbst indische Philosophie zurück. Aber der Orient kommt bei ihm deshalb ein bisschen zu kurz. Darüber kann man gerade in der Gegenwart bestimmte Überlegungen anstellen. Und zwar deshalb, weil die Form der Religion sehr stark hineinspielt. Philosophie ist allemal religiöse Philosophie im Orient und in der Religion insgesamt. Das ist eine interessante These von Hegel. Wird das Übersinnliche wieder selbst auf sinnliche, begriffslose, zerstreute Weise vorgestellt? Davon zeugen natürlich die neutestamentlichen Geschichten. Ne? Die Emmaus-Jünger, überall sind dann hier und da auch Daten aus der Realität immer wieder im Spiel, als Chiffren für ein Nicht-Sinnliches. Das ist hier der Punkt. Nicht der Gedanke ist das Erste, sagt der Hegel, sondern das Überwiegende ist die Form der Mythe. Also Religion und Mythos. Hier geht dann die Magie voraus. Das sind die Dinge, denen gegenüber Hegel, das hatte ich auch in meiner letzten Vorlesung so unterstrichen, wollte aber nach dem zeitlichen Abstand noch einmal darauf zurückkommen. Die Religion sind charakterisiert durch ein gewisses Schwanken zwischen Bildlichem und Gedanken. Man hat, wenn man die neutestamentlichen Geschichten interpretiert, immer ein schwieriges Problem vor sich. Man kann das naturalisieren, indem man also der Speisung der 5000 und solche exorbitanten Geschichten, dass man sich das so zurechtlegt, dass halt jeder sein Frühstücksbrot dabei hatte, nicht? Dann ist es also mit dem Mirakel natürlich am Ende. Also entweder ich erkläre die Dinge natural, habe ich keine rechte Freude mehr am Wundercharakter der Vorgänge, drücke ich es bildlich aus. Das ist dann auch mit Schwierigkeiten behaftet, weil in diese esoterische, bildliche Ausdrucksweise ja immer auch die sinnlich-realen Momente hineinspielen. Ja, also die Vermischung von Bildlichem und Gedanken, das ist so Hegels Auffassung, liegt eigentlich noch im vorphilosophischen Bereich. Insofern liegt ihm also daran, die Philosophie und ihren Anfang, das ist auch interessant, noch in der Geschichte des Materialismus von Friedrich Albert Lange, dass er sagt, der Materialismus ist alt, aber nicht älter als die Philosophie. In dem Maße, wo ich auf den Gedanken komme, dass es eine seiende Dingwelt gibt und einen Bewusstseinsstrom, Empfindungen, Vorstellungen und so fort, wo diese beiden Dinge auseinandergehen und dann die Frage entsteht, hängen sie nicht gleichwohl doch zusammen? Nicht? Zunächst mal offenbar nicht. Also der Gedanke eines Käses ist ja nicht der Käse selbst. Nicht? Das ist ziemlich banal und klar. Also hier ist Hegel durchaus auf der Seite des Begriffs. Nicht der Anschauung, nicht der esoterischen Rede oder so etwas. Das ist ja auch in der Gegenwart ein großes Thema, die Esoterik. Aber wenn sie Hegel beiseite gelassen hat, tun wir das hier auch. Wenn wir Hegel folgen, und er geht ja von den ältesten Griechen aus, und dann sagt er das so schön mit dem 7 Meilenstiefeln des Begriffs. Er kann nicht jedes Detail uns erzählen.
Nicht? Das ist klar. Aber die wichtigsten Etappen des Weges der europäischen Philosophie will er schon nachzeichnen. Und so bin ich in einem etwas bescheideneren Anspruch, versteht sich, auch in dieser Vorlesung darauf bedacht, gewisse Highlights, wie man das heute nennt, besonders wichtige Punkte auf dem Weg des Gedankens, soweit ich sie zu erkennen glaube, Ihnen vorzulegen, wobei manches natürlich dann auch nicht genannt werden kann. Die Etappen des Weges der europäischen Philosophie, wenn wir dann aber auch von Hegel ein bisschen abweichen, nämlich im Sinn unserer Arbeitshypothese, die ich in den ersten Stunden ein wenig erläutert habe, nämlich den durchgängigen Widerstreit und Kampf von Idealismus und Materialismus, wenn ich mich darin orientieren will, da ist zu beachten, dass dieser Widerstreit höchst verschiedene Formen annehmen kann. Entscheidend ist immer bei der Differenz von Idealismus und Materialismus auf diesen frühen historischen Stufen der Abschied vom Mythos. Wie fällt der jeweils aus? Wird total von ihm Abschied genommen, bleiben einige seiner Elemente erhalten? Wie müssen wir das sehen? Also der Mythos ist ja einmal durch sinnliche Rezeptivität der unerhörte Eindruck, den die Natur und ihre Phänomene ganz fraglos auf den naiven Menschen ausübt. Die sinnliche Rezeptivität kennzeichnet den Mythos, aber auch die spontane Reflexion, die steht dem entgegen. Wobei der Intellekt, der die Dinge im Gegensatz zum Mythos nicht ausreden lässt, sondern ihnen gleichsam ins Wort fällt. Auf verschiedenen Stufen stehen also sinnliche Rezeptivität, spontane Reflexion einander gegenüber. Mythos hat auch, wie Sie alle wissen, was mit einem schicksalhaften Verhängnis zu tun. La Forza del Destino geht in Verdische Operntitel hinein, also das über uns verhängte Schicksal, dessen wir nicht so recht gewachsen sind. Die magische Nennkraft des Wortes spielt hier eine Rolle und auch der narrative Grundzug, der Mythos, der erzählt etwas. Nicht? Also wenn man ein Kind über etwas unterrichten will, erzählt man ihm eine Geschichte. Mit einem dürren Begriff ist das natürlich nicht zu leisten. Also der narrative Charakter des Mythos, das Fatale an ihm ist, wann immer Sie versuchen, über ihn zu sprechen, liefern Sie immer schon implizit eine Art Deutung, Interpretation oder wie immer Sie das nennen wollen, mit. Also der nicht argumentative Charakter des mythischen Diskurses, der ist hier zu beachten. Der Mythos erzählt eine Geschichte und dabei kleidet er seine Botschaft nicht selten in märchenhafte Berichte. Denken Sie, wenn ich von der magischen Nennkraft des Wortes spreche, an das berühmte Rumpelstilzchen. Nicht? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Das Nennen des Namens, da ist die Magie ist gleichsam, der Bann ist gebrochen. Nicht? Solche Dinge. Aber auch im Neuen Testament, der dogmatische Kern, also der Weihnachtsgeschichte, ich habe das immer gern verfolgt. Also ganz lange Zeit kommen die Hirten auf dem Felde und so. Das ist ein Topos der späthellenistischen Literatur auch gewesen damals. Da wir von all den anderen literarischen Produkten jener Zeit so gut wie nichts mehr wissen und haben, gewinnen diese Texte eine Einmaligkeit, die sie wahrscheinlich auf dem zeitgeschichtlichen damaligen Hintergrund gar nicht haben konnten.
wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Das wird ziemlich am Ende der Weihnachtsmesse gesagt von dem Priester. Vorher kommen ganz andere, sehr buntscheckige Sachen dort vor. Der dogmatische Kern eingebettet in die noch immer anrührende Erzählung von den Hirten auf dem Felde, die jetzt eine eingängige Kost sind für die Gemeinde, die immerhin die christliche Gemeinde 300 Jahre lang nur die hebräische Bibel hatte. Diese einfache Wahrheit ist uns bei der heutigen Betrachtung des Christentums oft gar nicht geläufig. Jede Predigt ist durchsetzt von Zitationen aus den Psalmen. Das wissen Sie alle so gut wie ich. Also das ist, das wirkt dort noch nach. Was nun den Mythos betrifft, den gibt es ja in der antiken, vorchristlichen Gestalt. Also die homerische Mythenwelt ist etwas anderes als mythisch anmutende Dinge im Neuen Testament. Wir haben es hier, wie es so auf den ersten Blick scheint, mit historischen Berichten zu tun. Zu jener Zeit aber, sagte Jesus, und so fangen ja die Kapitel meist an, aber diese Stellen, die spiegeln Historizität und zeitliche Abfolge gleichsam nur vor, nicht in betrügerischer Absicht, versteht sich. Rein literarisch muss man ja irgendwie auch solche formelhaften Begriffe verwenden. Also historische Berichte, die sich aber doch, wenn man näher herantritt an sie, als Glaubenszeugnisse weitgehend erweisen. Das Fatale ist ja in der Geschichte der Leben-Jesu-Forschung immer gewesen, dass die historischen Hintergründe, die als begründend für die Texte angeführt worden sind, selber schon dem Glauben angehören, den sie begründen sollen. Da gibt es eine Zirkularität. Es gibt eben außerhalb des Glaubens nur trockene Formulierungen, so in Briefen römischer Statthalter Plinius schreibt, da gibt es Leute, die glauben an einen toten Zimmermann. Das ist nicht bös gemeint, sondern das ist einfach, was man so hört, nicht? Was da so erzählt wird. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber worauf ich hinaus will, der Mythos, soweit er einsickert, da hat ja auch lange Zeit genug in der Antike eine Riesenrolle gespielt. Es wäre ja kurios, wenn er überhaupt nicht mehr am Platze wäre oder greifbar wäre in der beginnenden christlichen Ära. Glaubenszeugnisse, die sich als historische Berichte darstellen, aber das soll noch dadurch bekräftigt werden, dass Personen der damaligen Zeitgeschichte auftauchen. Das ist bei Homer und Hesiod nicht der Fall. Da sind die Mythen immer noch Ausdruck einer anonymen, gewaltigen Natur oder so etwas. Aber wir alle wissen das, Personen der Zeitgeschichte, der böse Pontius Pilatus gelangt sogar ins Credo rein. Also ich würde sagen, ganz schön überdauert 2000 Jahre da, nicht? Also das gibt es natürlich hier auch. Also wir sehen, dass der vorchristliche Mythos nicht einfach das ist, was an Mythischem in der neutestamentlichen Literatur uns entgegentritt. Übrigens hat der Neuhegelianer, der Linkshegelianer besser, David Friedrich Strauss in dem berühmten Werk Das Leben Jesu von 1835 den historischen Jesus vom Mythos des Glaubens, des Kerygmas, der Verkündigung, wie das dann Bultmann nennen wird, unterschieden. Und seitdem ist die Kritik des Mythos ein Bestandteil der Exegese des neutestamentlichen Kanons in beiden Kirchen, auf katholischer Seite, wie ich es vermute, etwas weniger leidenschaftlich. Die protestantische Theologie hat hier ganze Arbeit geleistet. Das wird man nicht anders sagen können.
Der vorchristliche Mythos als anonyme Größe, schicksalhaft eingreifende Naturmächte, obwohl natürlich im antiken Mythos, was dann auch innerhalb der antiken Philosophie selber kritisiert worden ist, die Götter Homers doch sehr menschlich sind und sich tummeln da auf dem Olymp und so einiges uns vorführen, was uns nur allzu bekannt ist aus der hinfälligen Welt der Menschen. Ja, Musik, Farben, Blütenduft, wer kann sie definieren? Man kann sie erleben. Ich kann hier eine Rose hinstellen, man kann nicht sie riechen. Aber abstrakte Definitionen, also wie das, was ich hier sage, Musik, Farben, Blütenduft und so weiter, so gehört eben der Mythos zu jenen Phänomenen, die sich definitorischer Festlegung widersetzen. Jeder Versuch, ihn begrifflich zu fixieren, schließt bereits ein hermeneutisches Vorverständnis ein. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Schon bei den frühen Griechen schwanken die dem Mythos verliehenen Bedeutungen zwischen Tiefsinn und Lüge. Extreme, die zugleich auf die beiden kulturgeschichtlich grundlegenden Möglichkeiten verweisen. Zugang zum Mythos zu gewinnen. Zugang zum Mythos. Die eine Version billigt ihm eigene Wahrheit und Wirklichkeit zu. Etwa das berühmte Werk von Rudolf Otto, das ja einige Bedeutung gehabt hat, gerade in der Marburger Theologie. Und der hat jede Möglichkeit, die religiösen Gehalte aus der Realität abzuleiten, schlankweg verworfen. Dann gibt es, das ist also man kann sagen, andere wollen dann den Mythos genetisch und funktional erklären. Wie kommt er her? Wie wirkt er gesellschaftlich? Das affirmative Deutungsmuster geht aus vom Mythos als einer ewigen, in sich selbst gründenden Lebensmacht. Die andere, von vornherein kritisch, betrachtet ihn als vergängliche, menschlich bedingte Größe. Noch Feuerbachs Theogonie von 1857 lehrt, das menschliche Wesen bildet den Grundstoff, das Grundwesen der Götter. Ich glaube, hier halte ich mal ein und komme dann zu sprechen auf ein bedeutendes Werk von Wilhelm Nestle, vom Mythos zum Logos. Danke. Das Buch von Wilhelm Nestle, vom Mythos zum Logos. Man kann sagen, es resümiert die Ergebnisse seiner historischen Studien. Diese, sagt er, das ist ein lapidarer Satz gleich auf den ersten Seiten, zeigen, wie in einer überraschend kurzen Zeitspanne im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus das mythologische Denken der Griechen Schritt für Schritt durch das rationale Denken ersetzt, ein Gebiet um das andere für eine natürliche Erklärung und Erforschung erobert und daraus die Folgerungen für das praktische Leben gezogen wurden. Es handelt sich also um die allmähliche Zersetzung der griechischen Religion. Also das ist eine deutliche Sprache. Am Ende des 5. Jahrhunderts, fährt Nestle dann fort, sind die Grundlinien für die fernere Entwicklung des griechischen Geisteslebens endgültig gezogen. Das Nachfolgende ist nur noch Aufbau und Ausbau
auf dem gegebenen Grundriss. Meine Damen und Herren, wie ein Schatten folgen Zweifel und Kritik schon früh dem Gang der Religionsgeschichte. Nicht allein die Rolle der Priester wird angefochten, sondern auch, weit wichtiger, der Anspruch der Religion auf Wahrheit. Hier wird eine Wahrheit behauptet. Zum religionskritischen Schema, das die westeuropäische Aufklärung seit der Vorsokratik kennzeichnet, gehört der Vorwurf des Anthropomorphismus. In seinen Göttern malet sich der Mensch, noch bei Schiller nachzulesen. Menschliche Ängste und Sehnsüchte, aber auch Erscheinungen der gegenständlichen Welt kehren gleichsam echohaft wieder in Geistern, Dämonen und Göttern. Letztlich ist es die Allgewalt objektiver Naturmächte, die den fantastisch verarbeiteten, daher oft verdeckten Hintergrund mythischer Welterklärung bildet. Seit Xenophanes, das ist eine ganz wichtige Figur, 580 bis 485 etwa, seit Xenophanes, dem Wortführer der antiken Religionskritik, aber auch noch später wirksam, bringt diese mythisches Denken auf den Nenner, ein bloß menschliches Produkt zu sein. Dabei ist Xenophanes, das muss man hier gleich hinzufügen, kein Atheist. Was er anstrebt, ist eine von Sinnestrug freie Wahrheit oder Weisheit. Die alleine Gottheit ist die Natur, die erschöpfend zu erfassen uns nicht vergönnt ist. Aber, es gibt eine großartige Formulierung von Xenophanes, alles haben Homer und Hesiod auf die Götter geschoben. Was bei den Menschen wird als Schimpf und Schande betrachtet, Diebstahl und Ehebruch, auch und gegenseitige Täuschung. Also die menschlich, allzu menschlich aufgefassten Gottheiten, darum geht es hier. Trotzdem muss man sagen, sie bleiben anonym, die Götter, weil die große, undurchschaute Natur hier immer noch tonangebend ist. Daher auch das Fehlen, wie ich meine, zeitgeschichtlicher Figuren im alten Mythos, der aber dann in dem Mythos der christlichen Religion eine etwas andere Voraussetzung hat, wo ja Gott selber Mensch wird. Und hier wird ja das genau angefochten, dass Menschliches allzu göttlich gesehen wird. Nicht? Auch das Judentum ist darin ganz konsequent. Kein Menschliches kommt in die Rede von Gott hinein. Insofern hat selbst Freud, kein großer Freund der Religion, sagen müssen, das Christentum ist in gewisser Weise eine Art Rückfall hinter das im Judentum schon Erreichte. Das sind dann so Diskussionen, die sich hier am Rande noch einstellen. Das den Mythos dechiffrierende Motiv, ein Mythos wird entzaubert, wie es bei Max Weber auch heißt, verweist auf die Natur. Und in der Dialektik der Aufklärung, dem Werk, das Horkheimer und Adorno gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben haben, 1947 ist es dann veröffentlicht worden. In der Dialektik der Aufklärung sagen die beiden Autoren, auf Naturverhältnisse lassen sich die Vorstellungen der Mythen ohne Rest zurückführen.
wie das Sternbild der Zwillinge auf den unentrinnbaren Kreislauf der Natur verweist, so weist die Waage in der Hand des Zeus auf bloße Natur zurück. Der Spott der Alten, da denkt er an Xenophanes hier, der Spott der Alten über die allzu menschlichen Götter ließ den Kern unberührt. Also das ist eine religionswissenschaftliche These dieses Werkes. Die ist selbstverständlich auch noch Gegenstand von Diskussionen. Aber Horkheimer und Adorno haben das so formuliert. Die allzu menschlichen Götter, die da kritisiert werden, eigentlich ist das Wesen der Götter nicht durch Individualität zu erschöpfen. Noch hatten sie etwas vom Mana, von diesen vormythischen, magischen Vorstellungen. Und dann ganz lapidar sagen die beiden, sie verkörperten Natur als allgemeine Macht. Also das ist die Position, die in der Dialektik der Aufklärung, so glaube ich es formulieren zu dürfen, die entscheidende Rolle spielt. Kommen wir auf den Buchtitel von Nestle nochmal zurück, vom Mythos zum Logos. Dieser Buchtitel, der enthält weiterführende Fragen. Wenn der Autor nämlich dartut, das und wie, das magisch-mythische Weltbild schrittweise ersetzt worden sei, so fällt auf, dass hier der Begriff des Logos bald in einem subjektiven, bald in einem objektiven Sinn verwendet wird. Wobei diese Bedeutungen trübe ineinander übergehen. Logos ist ja das Wort, aber auch die vernünftige Rede und Einsicht eines leibhaftigen Menschen. Aber auch rationale Struktur einer Sache, ihr Logos, ja, ein welterschaffendes Prinzip. Der Logos ist das Logische, wie es nach Hegel als Reich der reinen Vernunft, der Natur und jedem endlichen Geist vorgeordnet ist. Wir haben in Frankfurt uns ziemlich intensiv damit auch beschäftigt. Es gibt ein Sammelband von Peter Kemper herausgegeben, 1989, unter dem Titel Macht des Mythos, Strich Ohnmacht der Vernunft, Fragezeichen. Und ich habe da auch Deutungen des Mythos im 18. und 19. Jahrhundert, eine größere Abhandlung veröffentlicht von Heine, der Göttinger Gelehrte wohlgemerkt, mit Y geschrieben, von Heine zu Marx, bei dem es auch hochinteressante Betrachtungen des Mythos übrigens gibt. Ich sprach davon, dass der Logos auch das welterschaffende Prinzip sein könne. Ich darf dann an den Beginn des stark, wie ich meine, gnostisch gefärbten Johannesevangeliums erinnern. Hier wird gesagt, eine berühmte Formulierung, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Das ist schon die Übersetzung in die griechische Philosophie, ganz deutlich. Das gnostische Evangelium, nicht jeder Theologe wird mir beipflichten, wenn ich das so sage, aber das vierte Evangelium, da hat sich die Gestalt Christi schon völlig dehumanisiert, während ja doch die anderen Evangelien den historischen Jesus
Nicht? Ein Jünger zieht an seinem Gewand, um festzustellen, ob es auch wirklich ist. Ne? Die sinnliche Gewissheit, die muss hier nochmal bemüht werden. Oder sie schauen nach, ob er eine Wunde am Körper hat, die von dem Speer am Kreuze und so weiter herrührt. Da ist dann immer auch noch die Reminiszenz. Hier ist ein leibhaftiger Mensch, von dem wir etwas erzählen. Es kommt aber dann zu einer doch, wie ich sehe, die Dinge zu einer zunehmenden Spiritualisierung der Gestalt Christi in einer sich immer mehr theologisch ausbauenden Christologie. Das ist also, glaube ich, hier anzumelden. Da ich aber den Herren der beiden theologischen Fachbereiche nicht ins Handwerk pfuschen will, begnüge ich mich mit den paar Bemerkungen, die ich vielleicht etwas rustikal hier anstelle. Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens, so nennt das der Nestle in einer hegelianisch klingenden Sprache, Selbstentfaltung. Das war aber kein glatter, linear ablaufender Vorgang. Vielmehr gehorcht die fortschreitende Beherrschung der Natur durch Erkenntnis einer ihr von Anbeginn innewohnenden Dialektik. Da mythisches Denken nicht nur Anschauung, sondern immer auch Reflexion ist, enthält es stets den Anspruch auf ursächliche Erklärung der Phänomene, mithin eine Funktion des Logos. Denn auch die Schöpfungsgeschichte will ja Erkenntnis sein. Wir sollen ja erfahren, wie die Welt entstanden ist. Es wird etwas mitgeteilt, was gedanklich vom Zuhörenden nachvollziehbar sein soll. Also das heißt, der Mythos, der auf den ersten Blick ganz von der rationalen Welterklärung entfernt zu sein scheint, ist selber eine ihrer Formen, so merkwürdig das klingt. Nachdrücklich hat Nestle, das ist seine Formulierung, die Durchdringung von Logos und Mythos. Das hebt er hervor, die sich, wie er feststellt, darin ausdrückt, dass bald der Verstand im Dienste der mythenbildenden Fantasie steht, bald die Fantasie im Dienste verständigen Denkens. Vom Logos im Mythos zeugen auch die scharf konturierten Figuren der Götter bei Homer und Hesiod, woran spätere Zeiten eigentlich wenig ändern konnten. Auch in der Personifikation abstrakter Begriffe ist Logos im Spiel, wenn dem Zeus, so sagt Nestle, außer Metis, der Klugheit, auch Themis, das Gesetz, als Gemahlin gesellt wird, deren Kinder Eunomia, Dike und Irene Ordnung, Recht und Frieden heißen. Was den Mythos im Logos betrifft, so tritt er uns selbst in der rational sich gebenden Philosophie entgegen. Wenn Parmenides etwa sagt, dass seine streng logische Spekulation in das Gewand eines Mythos gekleidet werden müsse. Dieser Mythos lässt ihn gen Himmel fahren, um das, was er zu verkünden hat, als Offenbarung aus dem Mund der Göttin. Die Wahrheit selber wird verdinglicht gleichsam. Sie ist selber eine Göttin zu empfangen. Auch Platon, an dem kommen wir hier nicht vorbei, kommt nicht umhin, die geistig erschauten Ideen, soweit ihre Erkenntnis die Grenze des durch begriffliches Denken Erreichbaren überschreitet, Zuflucht zu nehmen zum Gleichnis, zum Mythos, zum anschaulichen Bild
Allegorie und so fort. Bei aller wechselseitigen Durchdringung von Mythos und Logos treten diese Lebensmächte seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert schrittweise auseinander. Es gehört zur Dialektik des mythischen Bewusstseins, dass dessen Erzeugnisse, die als Erscheinungen einer transzendenten Welt auftreten, als Erzeugnisse des Menschen selber durchschaut werden. Man erinnert sich hier ein wenig in den logischen Gang der Phänomenologie bei Hegel, wo das dem Subjekt gegenüberstehende in klotziger Eigenwirklichkeit die welthaften festen Konturen, das verschwimmt dann immer mehr in dem Stufengang der immanenten Entwicklung und die Erkenntnis besteht allemal immer nur darin, dass das außerhalb des Geistes Befindliche restlos als Produkt seiner selbst durchschaut wird. Und das absolute Wissen, das letzte Kapitel, wo also die Dingwelt sanft entschlummert, etwas unfreundlich formuliert, die gegenständliche Realität ist in den absoluten Begriff völlig eingegangen. Seit den scharfen Angriffen des Xenophanes auf die homerische Götterwelt hat es, das sagt auch Nestle ohne weiteres, schon im Altertum selber nicht an Versuchen gefehlt, die Mythen allegorisch oder rationalistisch auszulegen. Rational ist auch die allegorische Deutung der Mythen insofern, als sie diese als Verhüllung natürlicher Vorgänge zu dechiffrieren sucht. Dabei erblickt sie in solchen Vorgängen ein ewig sich wiederholendes Geschehen, das ethisch gewendet etwas allemal Gültiges darstellt. Demgegenüber betrachtet die rationalistische Mythendeutung den Mythos nicht als Verbildlichung eines immer schon Gegebenen, sondern einen einmaligen, mirakulös, also wunderhaft gesteigerten historischen Vorgang und glaubt diesen nach Ausscheidung der wunderhaften Elemente festhalten zu können. Da die rationalistische Mythendeutung sich auch mit Heldensagen beschäftigt, gerät sie in die Nähe des späteren Euhämerismus. Euhämeros, der um 300 vor Christus lebte, lehrte, der Götterkult sei aus der Verehrung einstiger mächtiger Herrscher und weiser Männer hervorgegangen. Es ist bemerkenswert, dass die frühgriechische Philosophie, das muss ich Ihnen heute noch mitteilen, wider Erwarten nicht damit beginnt, dass sie den Mythos als falsches Bewusstsein bekämpft. Sie legt vielmehr einige Entwürfe rationaler Welterklärung vor, ehe sie dessen inne wird, dass sie sich damit im Gegensatz zum Mythos des Volksglaubens befindet. Die ersten Philosophen gehen ganz unbefangen von der göttlichen Einheit der Natur aus. Erkenntniskritische Zweifel späterer Zeiten, ob Natur erkennbar sei, sind ihnen noch fremd. Damit auch die philosophischen Fragestellungen, die spätere Zeiten umgetrieben haben. Der Hervorgang der organischen aus der anorganischen Materie, wie ist er eigentlich denkbar? Das Verhältnis von Leib und Seele. Die Vorsokratiker gehen naiv davon aus, dass allem real Seienden eine Art Geistiges, ein Leben, ein Agens, eine Triebkraft
innewohnt, eine wirkende und erhaltende. Der Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben, den Hegels Phänomenologie des Geistes als bloße Durchgangsstufe, zwar als unbedingt notwendige, aber doch als Durchgangsstufe seiner Selbsterkenntnis darstellt, ist, das leuchtet Ihnen unmittelbar ein, keineswegs erledigt. Es ist nicht beendet. Die reformatorische Theologie von David Friedrich Strauss bis Bultmann führte bis in die Gegenwart hinein heftig umstritten, ganz klar, den Begriff des Mythos ein in die historische, philologische Kritik des neutestamentlichen Kanons. Auch in der Mentalitäts- und Ideologieforschung spielen mythologische Sachverhalte eine erhebliche Rolle. Die halbtierischen, halbmenschlichen Fabelwesen, die in der Popkultur von heute eine so große Rolle spielen, in den sogenannten Comics, zeugen auch von der Unausrottbarkeit des Mythos. Dieser taucht auch dort auf, meine Damen und Herren, wo man ihn am wenigsten erwartet, in der Geschichte der Naturwissenschaft. Hier spielte ein ebenso zählebiger wie imaginärer Begriff, der des Phlogistons, eine objektive Erkenntnis verhindernde Rolle. Ein geheimnisvoller Stoff sollte brennenden Körpern entweichen. Dass sie sich stattdessen stets mit einem Körper verbinden, nämlich mit Sauerstoff, wurde erst durch die Entdeckung des Sauerstoffs durch Lavoisier allgemeine Weisheit. So viel zum Mythos. Und wir wollen jetzt ein bisschen noch weitergehen. Wir haben noch etwas Zeit. Sehr schön. Ja, die besten Nachrichten über die alten Philosophen, da muss ja doch etwas noch angedeutet werden, erfahren wir von Aristoteles. In seiner Metaphysik unterrichtet er uns über die ersten Philosophen, deren Schriften uns nur sehr fragmentarisch oder indirekt durch Diogenes Laertius oder andere Autoren überliefert sind. Von den ersten Philosophen heißt es in der Metaphysik, Römisch 1, 3, haben die meisten die Prinzipien aller Dinge allein in etwas gesetzt, das die Weise der Materie hat. Also die allererste Philosophie beginnt also mit der Hylä, mit der Materie, nicht mit der Morphe, mit der Form. Wenn Thales 625 bis 545 vor Christus lehrt, alles sei aus dem Wasser hervorgegangen, so sieht das, sagt Hegel, nicht philosophisch, sondern physikalisch aus. Aber dieses treuherzige H2O als Gott in allen Dingen, damit hat es doch einiges noch auf sich. Denn Hegel sagt, das Materielle hat aber philosophische Bedeutung. Inwiefern? Es ist das eine, auf das das Viele zurückgeführt werden soll. Das heißt, unmittelbar ist das Wasser das uns bekannte Wasser. Paradox genug. Es entsteht aus zwei brennbaren Gasen. Auch eine etwas merkwürdige, paradoxale Wahrheit. Ja, aber diese Prinzipien, die da so etwas grobkörnig auftreten, sie haben die Funktion, nicht, das Allgemeine, das Seiende im Ganzen, so definiert ja Heidegger die Metaphysik, das Seiende im Ganzen uns zu erschließen.
Man kann dies mit meinem Pariser Kollegen Olivier Bloch als eine naive Vorstufe des späteren Materialismus ansehen. Für Thales sind Physik und Metaphysik noch identisch. Es geht hier um den Anfang unseres Wissens. Das ist empirisch und spekulativ zugleich. Wir werden dann sehen, bei den späteren Philosophen wird doch die empirische Seite der Sache von ihrer wesenhaften abgehoben betrachtet. Primäre und sekundäre Sinnesqualitäten. Also was ich an den Dingen rieche, schmecke, ertaste und so fort, gehört mehr unserem Wahrnehmungsapparat an als der Sache selbst. Diese ist an sich das mathematisch-quantitativ Bestimmbare. Das geht nicht in unserem subjektiven Erkenntnisapparat auf. Das haben dann die Atomisten, die haben da genauer hingesehen, die haben das so formuliert. Aber bei Thales, meint Hegel, ist das schon insofern durchaus vorweggenommen. Spekulativ ist der Gedanke, dass alles aus dem Wasser kommt, und empirisch, dass der Inhalt dessen, was da aus der Einheit der Welt erwächst, ein durchaus empirisch wahrnehmbares, nämlich die bekannte Flüssigkeit Wasser ist. Fest steht bei den älteren Denkern, das hat Hegel durchaus festgehalten, das absolute Prius, das die ältesten Denker voraussetzen, ist nichts bewusstseinseigenes, geistiges oder zweckhaftes. Aber trotzdem, wenn man darunter ein die Natur überschreitendes versteht, dann ist dieses geisthafte, bewusstseinsartige nicht, sagen wir mal, naturtranszendent, sondern der Natur selber innewohnend. Man sucht nach dem Urstoff, nach der Arche, das herrschende Woher der Dinge, wie das Heidegger genannt hat. Die Arche, das Archaios, das Uralte, ist hier drin, aber auch das Moment des Uralten, das von immer schon, von Olimpszeiten schon geherrscht hat, könnte man sagen. Also metaphysisch zu verstehen ist das Wasser des Tales als das eine, aus dem das Viele hervorgeht. In dieser Eigenschaft, sagt Hegel uns, hat das Wasser keine sinnliche, sondern eine spekulative Allgemeinheit. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man den Hegelschen Interpretationen einerseits sehr viel Vergnügen entgegenbringt. Der hat die Sache irgendwie kapiert, wie man so sagt. Aber er hat natürlich stillschweigend diese frühen, etwas naturwüchsigen Denker in seinen spekulativen Idealismus übersetzt. Das muss man auch sehen. Also dieses Moment des Gewaltsamen ist da auch drin. Andererseits aber ohne die uns dann nicht so ganz befriedigenden Auslegungen Hegels hätten wir noch weniger an Einsicht über diese Stoffe. Also sehen, wie ambivalent und wie schwierig diese Dinge sind. Hegels philosophiehistorische Vorlesungen interpretieren die Anfänge griechischen Geistes auf dem Hintergrund einer archaischen Ausgangslage. Und es ist hochinteressant, wie nüchtern er das hier sagt. Der Mensch hat die Natur vor sich. Wasser, Luft, Sterne, Himmelsgewölbe. Hierauf ist der Horizont seines Vorstellens beschränkt. Man denkt, hier spricht ein Aufklärer des 18. Jahrhunderts. Die Fantasie hat zwar Götter, ihr Inhalt ist aber auch natürlich. Sonne, Erde, Meer. Das sind hier die Formulierungen. Die Ausgangslage also des
mythischen Bewusstseins ist sozusagen der naive Realismus, der da unsere Sinnesorgane sozusagen affiziert, das, was also von den Sinnen uns geliefert wird. Hegel transponiert in der Tat die frühen Griechen in die Sprache des absoluten Idealismus, nicht? Das ist schon das Wesen, das den Grund der Existenz der Erscheinungen ausmacht. Er kann aus seiner Haut nicht raus, wenn man so will. Das sagt er sehr schön, der Hegel, in dieser Bewusstlosigkeit einer intellektuellen Welt, die haben halt nur eine physische und keine intellektuelle. Muss man allerdings sagen, er ist ein ganz scharfsinniger Mann gewesen, dass eine große Kühnheit des Geistes dazu gehört, diese Fülle der natürlichen Welt nicht gelten zu lassen, sondern auf eine einfache Substanz zu reduzieren, die als solche beharrt, das Beharrende und Ewige gegenüber dem Wandel. Das ist hochinteressant, wie das hier sich darstellt. Also dann später auch dann in der Atomistik. Die Körperlichkeit der Atome ist ewig, sie selber verändern sich dauernd. Das ist so ein Motiv, was hier so durchschimmert und doch von großem Interesse ist, wie ich meine. Das Beharrende, das nicht entsteht und untergeht, auszusprechen, ist kühn. Dies Wesen, sagt Thales, sei das Wasser. Es ist darin, betont Hegel, Philosophie enthalten, die stets mit dem Bewusstsein beginnt, dass eins dem Wesen, dass eines, das wesenhaft ist, das wahrhaft ist, dem Vielen und Zerstreuten vorangeht. Das allein an und für sich Seiende. Hier spricht jetzt wieder der Berliner Professor. Vitalis fragt dann auch Anaximander, 611 bis 545, nach dem unhinterschreitbaren Anfang der Dinge. Seine Schrift über die Natur gilt als die philosophische Schrift der Griechen überhaupt, die erste philosophische Schrift der Griechen überhaupt. Ja. Einen Satz noch und dann werden Sie entlassen. Anders als sein Lehrer Thales bestimmt er das Weltprinzip, das ist eine hochinteressante Sache, Anaximander, das Weltprinzip nicht durch einen konkret vorfindlichen, sinnlichen Stoff, sondern durch eine göttliche Unerschöpflichkeit, die des Apeiron, als die unendliche allgemeine Materie. Er sagt, ja, in diesem allgemeinen Prinzip, das ich inhaltlich nicht bestimme, ist die Negation des Endlichen enthalten. Da haben wir wieder einen guten Hegel. Aus der Materie geht Gleichartiges, sich Verbindendes dadurch hervor, dass sie Ungleichartiges von sich abscheidet. Ein weiterer ionischer Naturphilosoph aus der Schule des Thales ist Anaximenes gewesen. Das werde ich noch kurz Ihnen sagen und dann war es das. Ein weiterer ionischer Denker, das sagte ich, 585 bis 525, der die unbestimmte Materie des Anaximander, aber aller Bestimmung fähige, unbestimmte, aber aller Bestimmung fähige Materie wieder durch ein sinnliches Sein ersetzt, durch das der Luft. Er scheint die Luft, meint Hegel, als etwas Seelenhaftes, Geistartiges aufgefasst zu haben. Aus der Luft entsteht durch Verdünnung Feuer, durch Verdichtung Wind, Wasser, Erde und Steine. Hauch und Luft halten das Weltganze so zusammen, wie sie unsere Seele zusammenhalten. Auch der Denkansatz des Anaximenes wird von Hegel in die spekulative Sprache seines Idealismus übersetzt. Anaximenes, erklärt Hegel, geht über von der Naturphilosophie
zur Philosophie des Bewusstseins. Das heißt, er gibt die Vorstellung auf, dass das Erste, was wir antreffen, ein gegenständlich Seiendes ist. Es könnte ja auch eine Bewusstseinstatsache sein. Damit muss ich mich für heute verabschieden. Applaus